Hey Leute, was geht ab? Ich bin der Elias und ihr seht hier der Lance TV. Und unser SK Sturm hat es eben soeben zustande gebracht. Man hat das Meisterschaftsplayoff erreicht. 1:0 am Ende zu Hause gegen die Wiener Austria gewonnen. Und mit diesem Sieg hat man wirklich einen ziemlichen Sprung in der Tabelle gemacht. Sturm ist nach 22 Runden, also sind auf Platz 3 gesprungen, auf Platz 5 die Wiener Austria und unterm Strich Rapid, die gegen Hartberg ein 2:0, was ich gehört habe, verbockt haben. Also perfekter Spieltag für unsere Blackies. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet fast, dass wir dann auch so viel Schützenhilfe noch bekommen. Also von dem her, ja, ist es gut gegangen. Kommen wir zur Partie selber, unsere Blackies. Von Anfang bis fast bis ganz am Ende eigentlich überlegt. Man hat das Spiel kontrolliert, hatte dann zugegeben auch den Vorteil, einmal mehr am Platz zu haben, aber man hat das Ganze souverän diktiert auf dem Feld. Die Austria sehr, sehr harmlos und schwach unter dem neuen Coach Ibertsberger. Und ja, von dem her kann man sich Sturmfan da nicht wirklich beschweren, außer dass man mehr Tore hätte schießen können. Sturm gleich mal in den ersten paar Minuten gefährlich. Husbeck mit einer sehr guten Einschussmöglichkeit. Penz, der beste Austrianer an diesem Tag heute gewesen ist, allerdings mit der Parade. Danach Sturm weiter kontrollierend, ohne zunächst die ganz großen Chancen vorzufinden. Nach knapp 20, 25 Minuten kippt das Spiel aber wirklich mehr in Richtung Sturm. Kitaischwili mit zwei gefährlichen Abschlüssen und nach einer knappen halben Stunde so ein bisschen aus dem Nichts. Rote Karte für die Wiener Austria, für Cueva. Ich habe das Foul ehrlich gesagt nicht gesehen. Ihr merkt auch langsam, meine Stimme ist mal wieder am Verschwinden, aber wir werden das Ganze schon durchbekommen. Auf jeden Fall, Cueva dürfte ziemlich hart in den Gegenspieler reingegrätscht sein, sieht die rote Karte und ab der halben Stunde eben Sturm mit einem Mann mehr, also sprich 60 knappe Minuten in Überzahl. Danach versucht man auch weiter vor der Pause das Tor zu machen. Lukas Spendlhofer mit einem Kopfball, der leider auch knapp drüber geht und so geht das die erste Halbzeit eigentlich vor sich hin. Sturm aber auf jeden Fall das aggressivere Team und genauso stellt man sich das Ganze vor. Man hat im Gegensatz zu den letzten Partien die erste Halbzeit mal nicht verschlafen, also für mich ein sehr, sehr positiver Auftritt. In der zweiten Hälfte mit einem Mann mehr eben wohlgemerkt, unsere Blackies weiterhin am Drücker. Man hat gleich mal in den ersten 5 Minuten 2 Abschlüsse, Kitaischwili weit drüber, Lubic, der leider das Tor knapp verfehlt und dann in Minute 55 bekommt Philipp Husbeck auf der rechten Seite den Ball wunderbar in den Lauf gespielt. Leitet ihn dann weiter. Alle, alle, ja. Leitet ihn dann weiter auf den Fuß von Lukas Grob zurück. Für mich etwas überraschend heute im Sturm hat er begonnen. Und der ja, macht das eben technisch fein, versenkt den Ball ins Eck und trifft eben zum 1:0 für SK Sturm das Siegestor, wie wir später eben noch mitbekommen sollten. Danach Sturm weiterhin am Drücker. Die ganz großen Chancen sind es dann eher seltener, aber trotzdem ist man nie ungefährlich. Und die Austria weiterhin nicht zu sehen, also nach der roten Karte eigentlich wie vom Spielfeld verschwunden. Sturm versucht eben das zweite Tor zu erzielen, so ganz fast mit der Hereingabe meistens dann nicht, aber die Austria immer noch nicht zu sehen. In der Schlussphase wird das Ganze dann nochmal interessant, Sturms Überlegenheit bis Minute 70 ungefähr. Danach kommt die Austria in den letzten 10 Minuten zweimal halbwegs gefährlich vors Tor. Ein Kopfball, der glaube ich von Siemandl gehalten wird und dann noch ein Schuss vom, ich denke vom Prokop auf jeden Fall. Ein Austrianer, der relativ frei vom 16er ist, den aber dann drüber setzt. Sturm selber kann den Sack dann zweimal zumachen, bei der Einschance hat Trotzurek leider ein bisschen Pech im Abschluss und vielleicht ein Tick Unvermögen. Und ja, die letzte Chance hat dann Fabian Koch nach einer Ecke per Kopf. Sturm gewinnt das Ganze auf jeden Fall souverän 1:0. Der Sieg völlig verdient und auf einmal sind wir Drittgang. Wenn die Jungs jede Woche so auftreten würden, dann glaube ich, ja, wäre das ganze schwarz-weiße Lager noch ein bisschen entspannter. Aber heute kann man sich freuen. Also nochmal zum Mitschreiben. Sturm Dritter, die Austria Fünfter und Rapid unter dem Strich. In diesem Sinne war es das dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen! Und bis dann. Ciao, ciao.